Welche Vorteile hat das Segelrevier Kanaren im Vergleich zum Mittelmeer? Also einen Vorteil haben wir jetzt gerade schon rausgearbeitet, aber was gibt es dann noch für Vorteile? Wenn man wirklich Spaß haben will im Segeln, das Mittelmeer ist sehr attraktiv, Plätze zu besuchen, aber nicht zum Segeln. Vielleicht in Griechenland und im Osten, aber sonst ist sehr wenig Wind. Hier ist immer guter Wind. Zum Beispiel jetzt haben wir Nordostwind ungefähr 12 bis 15 Knoten. Ideales Wetter und Wind zum Segeln. Und das wird man hier 90% der Zeit sind die Winde hier von Nordosten. Sehr gute Winde und deshalb hat man viel Spaß beim Segeln hier, zwischen den Inseln, von einer Insel zur anderen Insel und so weiter. Und deshalb glaube ich, vielleicht auch für Anfänger ist das ein großer Vorteil, denn man kann viel hier lernen. Es ist nicht gefährlich, die Winde sind nie stark, sehr selten habe ich hier starke Winde gesehen, im Winter oder im Sommer spielt keine Rolle. Und man kann wirklich, der große Vorteil ist, dass die Insel nicht sehr weit eine von der anderen, überall kann man eine Marina finden und deshalb glaube ich, dass es gibt nicht viele Plätze in der Welt, wo man so einfach und so easy, wie sagt man, also segeln kann und besonders, wenn man auf einer Charterjagd, wo man zahlt und dann will man das Beste aus einer Woche herausziehen.